Hi, los geht's zum Sea-Along Teil 3. Ich habe euch ja im letzten Teil gezeigt, wie man das Oberteil näht, beziehungsweise wie ich mein Oberteil genäht habe. Und in diesem Teil geht es nun um das Unterteil, also um den Rockteil. Wir nähen das Vorderteil und das Rückenteil vom Rockteil, wir kräuseln es, wir nähen die Bindegürtel und wir nähen die aufgesetzten Taschen. Da nehme ich euch mit und wenn ihr immer Fragen habt, schreibt mich gerne an. Und dann wird es auch noch einen Teil 4 geben, in dem wir dann die Seitennaht schließen, den Saum noch versäubern, also unten den Saum und das Armloch versäubern. Und dann zum Schluss werden dann noch die Knopflöcher genäht. Auch spannend für alle Anfänger, die immer Angst haben vor Knopflöchern. Das kommt dann im nächsten, im Teil 4. Genau, und los geht's. Los geht's im Teil 3 mit dem Kräuseln des Rockteils. Ich habe hier das Vorderteil vom Rockteil. Habe nun mit einem langen geraden Stich, ein paar Millimeter von der oberen Schnittkante hier entfernt, einen genau, schönen langen geraden Stich hier gesetzt, einmal hier oben abgesteppt. Nehme dann einen Faden, nicht an beiden gleichzeitig ziehen, also den Faden hier ziemlich lang lassen und ziehe hier nun vorsichtig den Stoff auf dem Faden auf die gewünschte Breite. Das mache ich vorsichtig und langsam, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was für einen Stoff habt ihr. Ist der Stoff etwas fester oder vielleicht etwas feiner, dann müsst ihr auch ein bisschen drauf aufpassen. Ich habe jetzt hier meinen Stoff, der ist um die 230 Gramm schwer, also ja, normal, Mittelstärke würde ich sagen. Genau, und einfach hier schön ziehen. Es gibt viele Wege, wie man ein Rockteil kräuseln kann. Man kann es auch mit zwei Fäden machen, auch das ist möglich. Ich finde gerade bei Leinenstoffen oder bei etwas leichteren Stoffen reicht ein Faden, aber auch vielleicht einfach, weil ich das schon so gewohnt bin und schon so oft eine Alma genäht habe, dass mir einfach ein Faden reicht. Genau, jetzt habe ich es ein bisschen gekräuselt und jetzt habe ich hier mein Vorderteil. Mein Vorderteil ist ja ohne Knopfleiste und nehme es nun rechts auf rechts. Also hier ist mein Oberteil, ja, und da sieht man auch recht gut, okay, ist noch ein bisschen zu breit, hier muss ich es noch ein bisschen kräuseln und so knapp 3 cm von der Schnittkante hier, von der Seitennaht entfernt, kräusele ich nicht mehr. Das würde zu stark einfach auftragen, ja, also 3 cm von der Seitennaht hier entfernt nicht mehr kräuseln, das findet ihr aber natürlich auch als Nähtipp in der Nähanleitung. Und stecke es dann hier fest, hier auch 3 cm nicht mal kräuseln. Und genau, einfach dann mit Nähclips feststecken. Wenn ich es hier oben dann festgesteckt habe, ja, schaue ich dann, bevor ich es festnähe, schaue ich einmal hier von der rechten Stoffseite. Sieht es ungefähr okay aus, ja? Passt das hier so von der Kräuselung oder passt es nicht? Genau, ich glaube, das sieht so super aus. Und dann nähe ich es mit einer Overlocknaht fest und als zusätzliche Stabilität ein paar Millimeter davon wieder mit einem geraden Stich. Der vordere Rockteil ist nun angenäht mit einer Overlocknaht und mit ein paar Stichen entfernt davon mit einem geraden Stich. Damit habe ich auch meine Nahtzugabe von einem Zentimeter eingehalten. Warum mache ich das hier noch mit der geraden Naht noch einmal? Einfach zur zusätzlichen Stabilität. Und wenn ich den Stoff nun hier auseinanderziehe, dann sehe ich hier meinen dunklen Faden und nicht meinen hellen Faden. Ja? Die Nahtzugabe wird nach oben ins Oberteil gebügelt. Und für all die, die es jetzt gerne möchten, ihr könntet hier mit einem kleinen geraden Stich die Nahtzugabe am Oberteil festnähen. Ich mache es jetzt nicht. Ich habe hier so einen schönen leichten Leinenstoff. Also ich mache es jetzt nicht, aber für all die, die es gerne möchten, könntet ihr es jetzt hier gerne nochmal festnähen. So, weiter geht es dann an den Bindegürtel. Da kommt er dann an das Rückenteil. Ich habe meinen Bindegürtel in doppelter Stoffbreite zugeschnitten und 10 cm länger. Dann wird der Bindegürtel einmal zur Mitte eingeklappt. Also ich habe es jetzt hier schon mal vorgebügelt. Ja? Er wird jetzt hier zur Mitte eingeklappt. Gebügelt, dann wieder aufgeklappt und dann jeweils an den langen Schnittkanten je 1 cm nach innen einschlagen, also auf die linke Stoffseite bügeln und dann eine kurze Schnittkante auch 1 cm nach innen umklappen, bügeln und mit Nähclips oder Stecknadeln feststecken. Das sieht dann so aus, eine kurze Schnittkante
ist dann einfach offen, also hier nicht mit versäubert, die wird ja später in den Rockteil gesteckt und das sieht man ja nicht. Und nun beginne ich mit dem Nähen mit einem geraden Stich von dieser Schnittkante, die nicht von dieser kurzen Schnittkante, die nicht versäubert ist, beginne ich hier mit einem geraden Stich es zu vernähen, gehe dann hier nach unten und verriegel es hier unten mit ein paar Vorwärts- und Rückwärtsstichen und schaue wirklich, dass ich hier über alle Stofflagen nähe und dass ich auch hier um die Ecke sehr sauber nähe und dass es natürlich später auch vernäht schön aussieht. Der Bindegürtel ist nun genäht. So sieht es aus. Und nun werden die Bindegürtel auf dem Rückenteil festgesteckt. Ich habe ja auf dem Rückenteil meine Knopfleiste. Die Knopflöcher und alles andere nähe ich später, das zeige ich euch im vierten Teil aber. Und nun müsst ihr ausmessen, beziehungsweise das findet ihr in der Nähanleitung und auch in eurem Schnittmuster, wie viel Zentimeter von der Seitennaht der Bindegürtel festgesteckt werden muss. Beziehungsweise ihr dürft es natürlich auch so machen, wie ihr es gerne möchtet. Ich habe jetzt auch hier einen breiten Bindegürtel, er ist ja doppelt so breit zugeschnitten. Und ich nehme es jetzt nicht ganz so weit weg von der Seitennaht entfernt. Also ich stecke ihn jetzt hier, ich beginne bei 6 cm von der Seitennaht ihn jetzt festzustecken. Und ich schaue auch, dass es einheitlich liegt, also die Naht vom Bindegürtel zeigt jetzt zur Seitennaht hin. Und das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch, also die Naht zeigt hier zur Seitennaht hin. Und auch hier gehe ich jetzt 6 cm weiter weg. Also der Abstand sind jetzt hier jeweils 6 cm. Und stecke es dann erstmal fest. So, das ist jetzt erstmal getan. Dann geht es weiter an mein Rockteil, also an das Rückenteil vom Rockteil. Da habe ich wie beim Vorderteil auch mit einem langen geraden Stich, habe ich hier oben ein paar Millimeter von der Schnittkante entfernt, das ist einmal abgesteppt. Und nun ziehe ich an einem Faden, nicht an beiden gleichzeitig und schaue, dass ich es auf die Breite hier vom Rückenteil anpasse. Genau, vorsichtig am Faden ziehen, nicht dass der Faden reißt und einfach den Stoff auf dem Faden hin und her schieben. Das lässt sich in der Regel wunderbar machen, gerade bei Leinenstoffen klappt das in der Regel echt super. Der Rockteil ist nun durchgehend gekräuselt und wie beim Vorderteil auch, 3 cm von der Seitennaht entfernt, kräusel ich den Rockteil nicht mehr und stecke es nun rechts auf rechts fest. Die Bindegürtel liegen dabei innen und sind ja bereits festgesteckt. Das heißt, sie können auch nun in der Regel nicht mehr verrutschen. Und stecke es mit Nähclips fest. Achte darauf, auch hier beim Feststecken nochmal, dass die Kräuselung schön verteilt anliegt. Dass es später natürlich auch schön verteilt ist, wenn ich es genäht habe. Und auch hier achten, dass die Knopfleiste, ich habe ja hier eine Knopfleiste, aber es ist ja egal, ob es am Vorderteil oder Rückenteil ist, achtet auch darauf, da stecke ich mir jetzt hier mit einer Stecknadel fest, dass beide Knopfleisten schön aufeinander liegen und nicht verrutscht sind, denn wenn ihr es vernäht habt und es wäre jetzt hier irgendwie verrutscht, ja, das wäre schade, sieht später nicht schön aus und hier nochmal eine Overlocknaht aufmachen, wäre auch schwierig. Also da darauf achten, dass einfach die Knopfleiste sauber festgesteckt ist und auch wenn ihr später zusammennäht, auch einfach bei der Knopfleiste nochmal kurz darauf achten. Genau, da stecke ich nun mit fest und vernähe es auch mit einer Overlocknaht und mit einem geraden Stich. Der Rockteil ist nun angenäht und auch hier mit meinen Bindegürteln. Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. Ist jetzt halt alles ja, Stoff in Stoff hier bei den karierten Sachen. Genau. Und so sieht es dann von der linken Stoffseite aus. Genau, wunderschön. Und jetzt geht es an die Taschen. Ich habe mich ja für aufgesetzte Taschen entschieden. Wenn ihr euch Eingriffstaschen näht, wäre jetzt der Schritt für die Eingriffstaschen. Die müsstet ihr jetzt hier feststecken, auch festnähen und dann die Seitennaht schließen. Ich habe mich jetzt hier für aufgesetzte Taschen entschieden. Die nähe ich nun auch jetzt dran, bevor ich die Seitennaht schließe. Ich habe meine aufgesetzte Tasche schräg zur Webkante zugeschnitten. Also im Grunde, ja, ich habe es im Grunde so zugeschnitten, dass man hier die schöne Webkante sieht. Das ist nun mein Tascheneingriff, den muss ich nicht mehr mit versäubern, das franzt auch hier nicht aus.
Ich versäubere mit einer Overlocknaht die rechte, untere und die linke Stoffseite, klappe es jeweils 1 cm auf die linke Stoffseite, also zuerst die langen Schnittkanten und dann die kurze. Das klippe ich mir hier noch mit Nähclips fest, einfach zur Stabilität, und positioniere es dann auf meinem vorderen Rockteil. Ich hoffe, ihr könnt das hier so sehen, denn es ist jetzt wirklich alles sehr Stoff in Stoff, wie ihr die aufgesetzten Taschen positionieren könnt, also in welchem Abstand zur Seitennaht und hier von oben, also zu dieser gekräuselten Teil hier, findet ihr in der Nähanleitung und auch im Schnittmuster. Da ich aber mein Oberteil und mein Rockteil etwas gekürzt habe, habe ich es jetzt einfach mal ein bisschen hin und her herumprobiert. Ihr könnt es natürlich auch so positionieren, wie ihr wollt. Ihr könntet auch die aufgesetzten Taschen an die Seitennaht positionieren, wenn ihr die Seitennaht genäht habt, und dann die Taschen, die aufgesetzten Taschen nähen. Auch das würde gehen. Ich habe jetzt hier 10 cm von dieser gekreuzten Taille bin ich hier aus weg. Und hier von der Seitennaht sind das knapp 11 cm. Da ich ja einen Stoff mit Karos habe, kann ich das sehr gut positionieren, dass es hier schön auf der Linie anliegt. Genau, dann feststecken und ich vernähe es mit einem geraden Stich und mache hier oben ein kleines Dreieck. Das bietet dann einfach nochmal zusätzliche Stabilität, gerade hier beim Tascheneingriff, wenn man doch immer ein bisschen dran zieht oder was reintut. Genau, aber auch das findet ihr in der Nähanleitung sehr genau beschrieben. Und die zweite Tasche positioniere ich mir natürlich hier in dem genau selben Abstand und nähe es fest. Die Taschen sind nun angenäht. Ich zeige es euch einmal hier im Detail. Ich habe mich jetzt hier beim Nähen doch für ein kleines Viereck entschieden, anstatt für ein Dreieck, aber das bleibt natürlich euch überlassen. Genau. Ich finde, das passt super, auch hier mit diesem Webkanteneingriff. Sieht das wirklich sehr, sehr süß aus. Und natürlich auf der anderen Seite genauso. Damit möchte ich mich dann vom dritten Teil auch verabschieden. Ich habe euch gezeigt, wie ihr beide Rockteile näht, wie ihr den Bindegürtel näht, wie er positioniert wird. Und ich habe euch gezeigt, wie ihr eure aufgesetzten Taschen nähen könnt. Im vierten Teil geht es dann an die Seitennaht. Es geht an das Versäubern vom Saum. An das Versäubern hier vom Ärmel, das zeige ich euch auch nochmal, wie ihr es mit Schrägband macht, also wie am Halsausschnitt auch bereits. Und wir nähen eine richtige Knopfleiste hier für das Rückenteil. Das ist gar nicht so schwer und auch super für Anfänger zu meistern. Also bis zum nächsten Teil, ciao!